Nun aber zu den eigentlichen Problemen. Moin erstmal, neues Jahr, neuer Podcast. Heute zu Gast Ines Schwertner, eine sehr aktive Genossin, eine gute Freundin von mir und auf Platz 5 der Liste für die Europawahlen. Von wem? Natürlich von Die Linke. Was auch sonst. Und wir sind gerade in politisch spannenden Zeiten und wollen auch gleich anfangen. Ihr habt es mitbekommen, das Deportationstreffen, will ich es mal nennen, die Wannsee-Konferenz 2.0, zusammen mit diesem Eichmann-Double aus Österreich, in dem Falle auch noch. Und das ist jetzt ja nicht unbedingt für Leute wie uns, die sich damit beschäftigen, die überzeugte Antifaschisten sind, irgendwie was Neues. Aber dennoch hat das natürlich eine neue Qualität, zumal das Ganze auch noch in einer Villa stattfindet, wo auch noch ordentlich Finanziers dahinter stehen. Und das ist natürlich schon so ein bisschen für Leute, die sich mit Geschichte interessieren, das, was viele westdeutsche Linke fälschlicherweise in den 80er Jahren für eine Faschisierung gehalten haben, die es, glaube ich, damals in dem Form nicht gab, haben wir jetzt ja eine reale Faschisierung. Mhm. Also wo du sozusagen auch bis hin in bürgerliche Kreisen, bis hin zu Finanziers plus eine Massenkompatibilität für Positionen der Unmenschlichkeit wir hier feststellen können. Und gleichzeitig ist die gute Nachricht, dass jetzt wirklich Tausende von Leuten auf die Straße gehen, dass du so eine Art Weckruf irgendwie hast. Und gleichzeitig auch ein bisschen Medien hast, die anfangen, darüber zu berichten, aber natürlich in einer dermaßen verkürzten Weise, dass das ja zum Teil die Berichterstattung eher zur Verblödung beiträgt, anstatt zur Analyse. Also deswegen gleich damit einzusteigen, wie schätzt du die Gesellschaft, die Situation jetzt ein? Und was würdest du sozusagen sagen, was wären jetzt die Maßnahmen, die man als Linke machen müsste für den antifaschistischen Kampf? Okay, du steigst ja wirklich direkt mitten rein. Also ja, erstmal, ich finde es auch krass, dass diese Korrektivrecherche, also dass es sowas gebraucht hat von einem Kollektiv, das jetzt eigentlich eher kleiner ist, dass das jetzt keine anderen großen Medien rausgebracht haben, sondern dass es diese Investigativrecherche brauchte, um zu zeigen, ja, die Rechten haben so einen Masterplan, wie sie es selber nennen, der Martin Sellner, der ja schon lange bekannt ist. Und das alles wäre ja vollkommen egal, ob die sich treffen, wenn eben nicht die AfD real davor wäre, jetzt nicht an die Macht zu kommen in dem Sinne, aber zumindest Mehrheiten zu gewinnen oder zumindest auch 30-40% zu erlangen. Ja. Und das ist halt, das macht diesen Plan dann viel gefährlicher, als wenn das einfach vor 5 Jahren 20 Verrückte sich treffen, okay. Aber wenn sich Unternehmer treffen mit rechtsradikalen Identitären, die diesen Plan haben und man aber tatsächlich... Ein bisschen zu konservative CDUler. Ja, ja, und Werteunion, ne? Genau. Also die ganze Melange aus diesen Kreisen. Und die jetzt aber viel, viel näher an tatsächlicher politischer Macht sind. Das macht halt den qualitativen Unterschied aus. Und ich glaube, das hat auch dafür gesorgt, dass viele das jetzt eben auf die Straße treibt. Weil man merkt, so, okay, jetzt merken schon alle kurz vor den Landtagswahlen, es sind noch ein paar Monate hin, okay, das ist jetzt wirklich so mal real. Das ist jetzt nicht nur irgendwie ein Plan von so einem Spinner, auch wenn er ein Spinner ist. Ja. Aber trotzdem ist das jetzt viel näher an tatsächlicher Gewalt und an tatsächlichen, ja auch wirklich Pläne, von denen man weiß, sie könnten umgesetzt werden. Also dann holt die Geschichte uns auch tatsächlich wieder ein und das spüren, glaube ich, viele Leute. Deswegen ist der Impuls, auf die Straße zu gehen, richtig. Ich glaube, man muss sich aber auch klar machen, wenn man jetzt sagt, Hashtag wir sind mehr, vielleicht sind wir nicht mehr. Genau. Ich glaube, das muss man sich auch klar machen oder... Wir haben nicht ausreichend unsere Leute mobilisiert und viele Leute nicht von unseren Ideen überzeugt. Also es ist auch eine Schwäche der Linken oder eine Schwäche unsererseits, nicht erklärt zu haben, was wollen wir eigentlich mit einer solidarischen, menschlichen Gesellschaft? Was soll das sein im Verhältnis zu dem, was die Rechten machen? Warum können sie Leute überzeugen? Warum gibt es diese Art von Protestwahl oder was auch immer das sein soll? Und das hat im Grunde vor allem ökonomische Gründe. Also das ist wirklich... Darin, und das findet ja gar keine Rolle. In der genau, es gibt nur rechts gegen links, ja, oder es gibt Demokraten richtig. Gegen Antidemokraten. Und dieser Diskurs, eigentlich diese Art darüber zu reden, wir sind ja die Guten und das sind die Bösen, wird nicht funktionieren. Du kannst nicht Leute moralisch davon überzeugen, jetzt zur guten Seite zu kommen, sondern musst sagen, was bringt es eigentlich? Oder andersrum, die Rechten bringen dir eigentlich nichts. Also sie werden ökonomisch nichts an der Situation ändern. Sie sind eigentlich auch, machen Politik fürs Kapital, genauso allerdings wie die Ampelregierung. Und das ist das Problem, dass man immer auch sagen muss, die Politik, die gerade gemacht wird, Kürzungspolitik, Frustration, Unsicherheiten, die geschaffen werden, sind der Nährboden für den Aufstieg der Rechten. Das ist eigentlich überall so, das ist in ganz Europa so. Alle möglichen Untersuchungen zu geben. Genau. Du hast ja, wenn du dir das Wählersegment anguckst, gerade bei der AfD, ist das ja nicht der Arbeitslose, das, was sich irgendwelche Liberalen so überlegen, wer die denn so wählt.
sondern das sind ja ganz interessant übrigens in Ostdeutschland ganz oftmals Leute, die in den 90er Jahren die Erfahrung von Arbeitslosigkeit hatten, was das für einen totalen Bruch, einen menschlichen Bruch, einen sozialen und kulturellen Bruch bedeutet, die oftmals dann aber wieder in Beschäftigung gekommen sind, die aber sozusagen als Familiengeschichte diesen Bruch noch haben. Da gibt es wirklich spannende Untersuchungen dazu. Das ist ja das eine. Und das zweite ist, und das halte ich ja mittlerweile für das Grundproblem, und deswegen finde ich, darf man die Ampel da nicht rauslassen, ja, ne? Sondern das finde ich auch Aufgabe von Linker, gerade von linker Gesellschaftsanalyse, nochmal zu sagen, was sind die sozioökonomischen Ursachen dafür? Und die sind ja gerade bei der unteren Mittelschicht, und das ist ja nicht imaginiert, ist es natürlich die absolute Abstiegs- und Absturzangst, die es da gibt. Und das ist ja nun ganz real etwas, was diese Ampel mit zu verantworten hat, weil das ist ja, guck dir die ganze Frage Klimageld an. Ne? Es ist irgendwie völlig klar, und es wird mit einem Schulterzucken mittlerweile zur Kenntnis gekommen, auch hier im Bundestag, wo wir gerade sitzen, dass die Leute jetzt einfach mal richtig viel mehr bezahlen müssen. Ne? Oder in einer kalten Wohnung sitzen zum Beispiel. Und ich finde, das ist auch schon eine Aufgabe von uns, das nochmal deutlich zu machen. Das, finde ich, ist die eine Ebene. Und die zweite Ebene, was wir ja schon haben, und das ist, finde ich, jetzt auch nochmal historisch nochmal wichtig, dass wir diesen Bodensatz von Faschismus schon immer hatten, das ist ja nun allseits bekannt. Da gibt es die ganzen Studien, die es dazu gibt. Was aber ja ganz, finde ich, wirklich, wirklich beängstigend ist, und das ist auf dem, wie wir so schön sagen, auf dem Überbau, ist natürlich, dass du real ja eine Gesamtrechtsverschiebung hast. Also wir haben das ja diese Woche im Bundestag, ne? Machst du eine Aktuelle Stunde und rufst so Demo auf die Ampel, ne? Also Demo natürlich sehr sinnvoll. Und dann machst du gleichzeitig aber die Gesetze, die früher die AfD, sagen wir, vor 2 Jahren hier eingebracht haben, die setzt du dann um als Ampel. Das ist ja auch ein Grad an Verlogenheit. Deswegen würde mich dann nochmal deine Einschätzung interessieren. Wie können wir letztendlich popularisieren, weil es ist natürlich auch ein Stück weit ein Scheitern der Linken, aber wie können wir sozusagen jetzt in diesen Kampf eigentlich reingehen, die Ampel nicht aus der Verantwortung lassen und nochmal deutlich machen, wo eigentlich hier die Kampflinie in diesem Land läuft? Wie ist deine Einschätzung? Ja. Genau, also erstmal ist es absolut paradox, dass selber Olaf Scholz, Annalena Baerbock und so weiter protestieren gegen die AfD, deren Aufstieg sie eigentlich erst geschaffen haben. Also das muss man schon sagen. Und ich würde tatsächlich auch davon abraten, jetzt nicht direkt mit ihnen zusammen zu demonstrieren. Also jetzt wir. Kann es natürlich nicht verhindern, dass sie da hinkommen, ist ja eh klar. Das wäre auch falsch übrigens. Genau, ne? Also man kann auch, genau, natürlich kann es da einen großen Block geben. Aber gleichzeitig zu sagen, und das sehr deutlich in der Öffentlichkeit auch immer zu sagen, und wenn man mit Menschen spricht, zu sagen, die Ampelpolitik ist eigentlich genau dieser Nährboden für den Aufstieg der Rechten. Und das muss man im Parlament machen und überall machen, immer wieder erklären. Also eigentlich diese Kürzungspolitik und auch das, was Olaf Scholz gesagt hat mit diesem Spiegeltitel, so viel abschieben jetzt wie möglich, genau. Das ist eigentlich exakt das Gleiche in der Rhetorik, das ist auch das Gleiche in der Politik. Das heißt nicht, dass wir nicht über Migrationspolitik sprechen sollten, aber die ganze Zeit diesen Kulturkampf der Rechten zu führen, das machen alle. Und wenn wir das nicht mehr tun würden, wäre schon einiges gewonnen. Also zu sagen, eure Themen dürfen nicht die bestimmten sein. Du hast ja, wenn du das weiterspinnst, hast du dahin und in der Tat eine historische Parallele, gerade was die Rolle der Konservativen angeht. Merz ist ja de facto auf Gauland-Kurs wie die AfD vor 4 oder 5 Jahren. Das ist ja im Prinzip auch die Verschiebung der Rhetorik, die wir haben. Und eins, finde ich, kann man da ja ganz gut auch an der Wannsee-Konferenz 2.0 kann man ja gut dran erkennen, nämlich die alte Lüge, ne, der bürgerlichen und der rechten Geschichtsschreibung, dass die Weimarer Republik untergegangen ist, weil irgendwie links und rechts sich bekriegt haben. Das war schon damals eine Lüge, sondern Hitler ist an die Macht gekommen, weil die Konservativen und die wirtschaftlichen Eliten ihm dazu verholfen haben. Und ich finde, das ist ja nochmal, finde ich, das eigentlich Beängstigende, was du für eine Gesamtverschiebung hast. Also nicht nur eine reale faschistische Partei, die Wahlerfolg nach Wahlerfolg macht, sondern eine Verschiebung ja in die Mitte. Deswegen hast du, glaube ich, ja auch eine Gefahr aus der Mitte. Da gab übrigens mal ein gutes Buch von Jürgen Trittin, damals nach dem Asylkompromiss, das hieß, wenn ich mich recht erinnere, Gefahr aus der Mitte. Und ich finde, das ist wichtig, dass wir als Linke erstmal auch das vernünftig analysieren, was hier passiert. Ja. Ja, einerseits die konservativen Steigbügelhalter, historisch wie heute auch, die alles tun würden aus ihrem Opportunismus heraus, um an der Macht zu bleiben. Genau. Also, und das, damit meine ich jetzt nicht nur Koalition zwischen CDU und AfD oder gemeinsame Anträge oder so. Das sind alles Vorboten eigentlich, dass sie die gleiche Politik verfolgen, die gleiche Art von
Hierarchiedenken, die gleiche Art von eigentlich Sozialchauvinismus, den man bei Friedrich Merz, bei Carsten Linnemann, der kommt da überall raus. Also das ist wirklich nichts. Inhaltlich ist der neoliberale Flügel der AfD dem total nah. Da gibt's deswegen, das sind jetzt ja die Hartz-IV-Empfänger, erst die Flüchtlinge, jetzt die Hartz-IV-Empfänger und es wird ja so weitergehen. Genau, das ist immer nach unten treten und das ist eigentlich genau dieser gleiche ideologische Kern sowieso schon. Und aus Gründen eben des eigenen Machterhalts würden die alles tun. Ich glaube, da darf man sich wirklich gar keine irgendwie was vormachen. Und bei der Ampelregierung aber ist jetzt eben noch das Problem, dass sie halt tun, im Namen des Fortschritts, im Namen des Progressiven, die ganze Politik zu betreiben. Also bei der CDU ist es noch relativ einfach, das anzugreifen. Mhm. Aber bei der Ampelregierung ist es halt viel, viel schwieriger, weil ja auch viele Wählerinnen und Wähler, Leute, die sagen, ja, aber das ist doch irgendwie die linkeste Regierung, die wir haben können. Mhm. Und dann muss man halt immer wieder sagen, nein, weil ihr im Namen des Fortschritts eigentlich eine Politik wirklich betreibt, die im Grunde uns alle soziale Sicherheiten nimmt und damit tatsächlich genau das Gegenteil von dem bewirkt, was ihr vorgibt zu tun. Und das macht es viel, viel schwieriger, finde ich, dagegen noch vorzugehen. Deswegen müssen wir es trotzdem tun. Mhm. Also ohne alle deswegen, in einen Topf zu werfen. Aber du hast ja das Problem sozusagen nicht nur bei der Ampel, die ja de facto versuchen, so einen progressiven Neoliberalismus, der übrigens überall gescheitert ist, irgendwie zu verkaufen. Also das heißt irgendwie, wir legalisieren mal ein bisschen Cannabis, wo keiner von uns was gegen haben kann, logischerweise. Aber ansonsten machen wir eine brutale Kürzungspolitik, reißen die Grundlage den Leuten, insbesondere der Mittelschicht, unter den Füßen weg, verschärfen, also du kennst Hubertus Heils Vorschlag, also die sollen dann, wer nicht arbeitet oder wer sich hier weigert, soll verhungern de facto. Das ist ja eine Barbarisierung sondergleichen. Was mich aber nochmal interessiert, wir haben ja also zum Scheitern der Linken und vor allem zu unserer Wiederauferstehung kommen wir ja noch, interessiert mich aber schon nochmal, weil das ist ja, glaube ich, auch eine deutsche Spezifika, dass du sozusagen, mal klassisch gesagt, auch bei den arbeitenden Klassen, hast du mittlerweile, es gibt ja diese Umfragen, die Emnet, Forsa etc., dass du ja auch mehrheitlich in Teilen der Bevölkerung zum Beispiel keine Akzeptanz für eine vernünftige Vermögensbesteuerung hast. Mhm. Oder dass du keine Akzeptanz dafür hast, zum Beispiel diese gigantisch perversen Erbschaften, ne? Also wo von Generation zu Generation leistungsloses Einkommen generiert wird, die nichts dafür tun, nur weil sie in der Familie geboren worden sind, die jeden Tag ihr Geld umgraben, damit es keinen Schimmel ansetzt. Wie kann das eigentlich sein? Weil das hast du in anderen Länder natürlich in dieser ausgeprägten Form nicht, dass die Ausgebeuteten sozusagen irgendwie die Ausbeuter ganz okay finden, weil das ist ja, finde ich, für Linke also zumindest ein mittelgroßes Problem. Es ist ein kleines Fragezeichen, genau, eine Frage, die man sich stellen muss. Und dazu jetzt gerade ganz gut von einem guten Freund von mir ein Buch erschienen, Triggerpunkte heißt es, Linus Westhäuser und Sören Mau, Steffen Mau und der andere, gemeinsam dieses Buch geschrieben, was nochmal diese Frage aufgreift, wie kann es eigentlich sein, dass bestimmte Fragen uns halt so triggern, die auch gesellschaftlich immer alle berühren, aber eigentlich etwas, was auch große Mehrheiten finden könnte, nämlich Vermögensbesteuerung oder Ungleichheit, warum das nicht politisch so viel stattfindet. Und das hat wirklich viel damit zu tun, dass diese Kulturkämpfe gerade viele Leute eben triggern und dass das auch immer wieder angefasst wird und immer wieder tatsächlich die Punkte berührt werden, wir da auch zum Teil eben mitmachen und dadurch eigentlich immer dieses bedienen, aber da nie drin die Stärkeren sein könnten wahrscheinlich, wir haben da nicht so viel zu gewinnen als Linke, sondern halt dagegen dann konsequent das, was du gerade sagst, eigentlich immer wieder aufmachen und dann sagen, okay, aber gerade ist diese Woche, wo Lindner hetzt und wirklich vor den Bauern steht und so tut, als hätte er irgendwie eine Mistgabel jemals in seinem Leben gehalten, völliger Wahnsinn, hetzt gegen Asylbewerber, hetzt gegen Arbeitslose. In der gleichen Woche erscheint der Oxfam-Bericht, aber das Schöne der ist eigentlich ja, dass sagt, er auf die reichen Deutschen haben ihr Vermögen verdoppelt. Immerhin ja schön ausgerutscht ist. Ja, ja, klar. Er wurde also immerhin, weil das war so abartig und runter und abgerockt. Also das war selbst für dieses Land zu viel. Genau. Das war selbst für dieses Land zu viel. Ja, das war genau, das war zu eindeutig. Aber damit, das zeigt nur, ne? Also das, er hat es versucht, wirklich auf dieser Welle des Protests zu reiten. Und einfach wirklich ekelhafteste Rhetorik zu bedienen. Es ist aufgefallen, okay, aber ich meine, wer macht das tatsächlich? Die SPD, also die eigentlich die Sanktion tatsächlich beschließt. Man kann auf Christian Lindner so viel rumhacken, wie man will. Mache ich auch gerne. Ja, kriegst ja auch immer Applaus, aber es hilft ja uns letztendlich als Linke auch nicht viel weiter. Hubertus Heil, der Bärige, setzt die Vollsanktion tatsächlich durch. Genau. Und dann muss er halt sagen, da sitzen alle in der Ampel an dem Und das übrigens ist insofern natürlich auch eine besonders bizarre Wendung. Weil man ja bis dato zumindest bei Hubertus Heil feststellen konnte, dass es dort noch Rudimente von Sozialdemokratismus gibt. Und dass ausgerechnet der jetzt damit kommt,
und sich genötigt sieht, also ich muss jetzt hier mitmachen, mhm, bei dieser ganzen Verrohung, ja, bei dem nach unten treten, das zeigt ja letztendlich, wenn das schon jemand wie Hubertus Heil macht, ja, wie runter wir eigentlich mittlerweile sind in der Politik. Und selbst gilt übrigens ja auch für die Schuldenbremse. Ich habe jetzt das nochmal irgendwo gelesen, ich glaube, wir sind auch das einzige Land, was sich so einen Schwachsinn gönnt. Aber auch da knüpfe ich damit an, du hast Mehrheiten in der Bevölkerung für die Schuldenbremse. Mhm. Ne? Also wo du siehst ja, was irgendwie auch diese ganzen Jahre unter Merkel, der Großen Koalition, was das eigentlich auch angerichtet hat. Mhm. Weil eigentlich jeder, der irgendwie einigermaßen nicht von Schrank gelaufen ist, sieht doch, was das anrichtet. Die Schuldenbremse sieht den Zustand von Kitas, von Schulen, von Straßen, wo du in der Kommune drüber diskutieren musst, nehme ich jetzt der Bibliothek noch 1.000 Euro weg oder dann doch dem Jugendclub. Das ist ja ein aberwitzige Situation, in der wir sind. So, und ich finde, das macht für uns Linke ja auch so schwierig. Und deswegen, was glaubst du, wie sollten wir uns denn als Linke, und damit meine ich nicht nur die Partei Die Linke, logischerweise, sondern insgesamt die gesellschaftliche Linke eigentlich jenseits von einer berechtigten moralischen Empörung über all das, was passiert, was wäre denn dein Vorschlag, mal so grob skizziert, wie wir uns jetzt aufstellen müssten? Weil ich finde, wir haben jetzt schon noch eine Aufgabe. Auf jeden Fall. Und ich glaube, also an dem Beispiel zu bleiben, wenn man sagt, das, was jetzt beim Bürgergeld an den Sanktionen eingespart werden soll, ist ja schon einfach falsch, dieses Wort zu benutzen, weil es wird halt nicht gespart, es wird einfach gekürzt an dieser einen Stelle. Irgendwas, 300 Millionen Euro, wenn es gut läuft. Das ist aber alles Bullshit. Wenn du dir gleichzeitig anguckst, eben, was ich gerade meinte, in der gleichen Woche Oxfam sagt, die Superreichen haben ihr Vermögen um 70% erhöht in den letzten Jahren. Dieter Schwarz, Lidl. Ja? Genau, es Lidl, ist ja Aldi, nicht normal. Alles das. Genau. So, wir haben keine Übergewinne abgeschöpft, all das nicht gemacht. Also konsequent, das hat was Aufklärerisches. Das, also mit diese Zahlen ständig zu sagen, aber die Zahlen allein werden nicht reichen. Das ist auch so eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Genau. Die ganze Zeit recht zu haben, das ist erstmal schön und gut. Ja, das sollte man vor allem auch nicht unbedingt sagen, weil schon auf dem Schulhof waren war die, das nicht die Streber, waren das die Leute, die immer recht hatten, die mochte man noch nie. Ich finde es trotzdem so, richtig, wenn ihr im Parlament oder wenn wir das auch immer sagen und das ankreiden, das ist vollkommen richtig. Wir sind ja als Sozialistinnen trotzdem auf dem Standpunkt der Aufklärung. Also wir wollen ihn nicht verlassen, wie vielleicht einige andere das denken. Wir sind weniger, aber da klar. Ja. Aber da in der Hinsicht klar, sondern aber eben auch die Herzen der Leute berühren und auch wirklich was berühren, was deren Ungerechtigkeitsgefühl, das ist auch das, was in diesem Triggerpunkte-Buch so doll ist und was auch meine Erfahrung ist. Es gibt ein starkes Ungerechtigkeitsgefühl und das muss man auch nochmal herauskehren und dann sagen, ihr habt auch recht damit. Und es ist eine materielle Wahrheit, diese Abstiegsangst ist jetzt nicht einfach nur bekloppt, die ist ja oder real. So. Die wird ja jeden Tag erlebt. Genau. Ne? Und das daran anzuknüpfen und zu sagen, das stimmt, aber was ist eigentlich unsere andere Idee davon? Also die Leute wirklich zu berühren und sie auch als das anzusprechen, was sie sind, als arbeitende Menschen, die etwas leisten und aber auch tatsächlich etwas für die Gesellschaft tun wollen. Nicht nur, dass wir die besseren Konzepte haben, die haben wir alle. Unser Programm ist alles richtig, super. Genau. Das ist nicht aber das wir Problem. Erreichen den Bauch der Leute genau, überhaupt nicht. Genau, wir erreichen die Leute nicht und sagen nicht, ihr müsst euch wirklich auch wehren und ihr könnt auch selber was machen, an die Würde der Leute auch, also an diese Widerstandskraft, gerade im Osten. Das ist eben nicht nur, ihr seid die armen Opfer der Rechten oder sowas, sondern die Leute haben eine Form von Selbstrespekt und Würde, die eigentlich in unsere Hände spielt, weil wir sagen, genau das wollen wir stark machen. Und deswegen, überall wo ich bin, mit den Leuten sprechen, wir müssen sie überzeugen, wir sind in der Bringschuld. Ja, genau. Es ist nicht so, wir haben schon alles weil da, die Leute sind die zu die letzten doof Jahre und halt auch verstanden. Nicht gebracht haben. Genau, ne? wir haben es nicht geliefert und das müssen wir jetzt in einem atemberaubenden Tempo in einer Frage, wo es ja schon auch um die demokratische Grundverfasstheit, wenn nicht gar um zivilisatorische Fragen geht. Mhm. Ja, und das, finde ich, müssen wir jetzt in doppelter Geschwindigkeit machen und zumal, man muss ja auch nicht alles neu erfinden, also du beobachtest ja auch in deiner Zeit als Journalistin, wenn ich so zurückblicke, 2009 auf dem Höhepunkt des Wahlerfolgs der Linken, nimm mal nur bei uns Sachsen-Anhalt, wo du ja gerade ganz viel auch unterwegs bist, ich habe da meinen Wahlkreis, da hatten wir in Sachsen-Anhalt über 30% und waren stärkste Partei. Und da hatten wir natürlich auch Wählerinnen und Wähler, die hatten damals auch schon rassistische Scheiße in ihrem Kopf. Aber wir als Linke haben es, finde ich, und ich finde, da muss man wieder ein bisschen drüber nachdenken, wie können wir da anknüpfen, haben sie ja, und das finde ich auch politologisch einen sinnvollen Begriff, den Begriff der Abwägung. Mhm. So, die Leute sind so, sie sind in ihrem Umfeld, erleben das, eine Ungerechtigkeit. Mhm. Und wir haben es damals ja geschafft, eben nicht die Leute ein Angebot zu machen, nach unten zu treten. Ja. Also zu sagen, es muss denen noch viel schlechter gehen, dann ertrage ich mein sparsames Leben irgendwie besser. Sondern wir haben sie ja zu einer Abwägung bekommen, zu sagen, dass schon das Problem die Arschlöcher da oben sind. Mhm.
So, deswegen finde ich diese Idee der Abwägung, weil du kriegst ja das Zeug aus den Leuten nicht raus, also weder mit einem AfD-Verbot noch sonst irgendwas, sondern da würde mich nochmal interessieren, wie siehst du das und was sind da jetzt auch deine Erfahrungen? Du bist jetzt im Rahmen auch des Wahlkampfes echt wirklich unterwegs und zwar nicht bei irgendwelchen Vorträgen vor Bankern oder irgendwelchen Bertelsmann-Dödeln oder so, ja, sondern auf den Marktplätzen. Ja. So, wie würdest du sagen, wie sollten wir da ganz konkret rangehen? Also mit welchen Forderungen, mit welcher Strategie und wie müssten wir uns dafür insgesamt aufstellen? Ja. Also eine kleine Anekdote dazu, zum Beispiel in Altenburg, Thüringen, da geht es ja wirklich auch um die Wurst im Herbst und da geht es ja, also da geht es tatsächlich um alles. Da kannst du aber auch nicht dahin kommen und dann erstmal sagen, wir retten euch jetzt vor dem Faschismus, weil das interessiert die Leute auf dem Marktplatz jetzt erstmal nicht so sehr. Mhm. Ich würde auch nicht an die Tür gehen und direkt mit dem Sozialismus kommen, wir müssen jetzt nicht predigen wie in der Kirche, so, wir sind nicht die Zeugen Jehovas, sondern wirklich erstmal zuhören und wenn ich dann einen es gibt aber auch so welche, ne? Aber sie sind nicht so erfolgreich. Ja, genau. Aber und wir gehören natürlich nicht dazu, nein, ist ja auch nein, klar. Nein, genau. So, also wir gehören auch zu den normalen Leuten und ein älterer Herr hat mir dann erstmal gesagt, ja und hier die ukrainischen Flüchtlinge und so da in Altenburg, spielt eigentlich gar keine Rolle, es gibt total viel Leerstand, also es ist nicht so, dass die Flüchtlinge irgendwem was wegnehmen würden, das ist das Erste, was er sagt. Und ich sage dann natürlich nicht direkt, du liegst falsch und überhaupt, du bist Nazi, sondern ich habe gehört und dann so, ist das jetzt wirklich dein Problem oder ist vielleicht die geringe Rente dein Problem? Ja, genau. Aber nicht im Sinne von, ich will dir das jetzt erklären, also wir sind ja nicht der Erklärbär der Nation, sondern im Prinzip, wenn du mit den Leuten sprichst, kommen sie selber auch auf die Themen, weil die Leute sind ja nicht doof, du musst sie einfach ernst nehmen bei dem, was sie dir sagen, dann sagen, okay, aber wir als Linke, wir kümmern uns darum, dass es mehr sozialen Wohnungsbau gibt. Wir kümmern uns darum, dass du hier vielleicht wieder eine Poliklinik hast. Wir kümmern uns um diese Alltagssorgen. Ja. Und das ist eigentlich das Ding, was wir tun. Hier kriegst du noch einen Kaffee dabei. Hier ist die Nummer von der Linken. Wenn du ein Problem hast, Wohngeld zu beantragen, dann komm zu uns. Ja. Also dieses Ding, was die PDS auch immer hatte, dieses wirklich ansprechbar zu sein, in jedem Dorf ansprechbar zu sein und zu zeigen, okay, wenn du zur Linken kommst, dann hast du da auch irgendwie was von. Und das ist nicht nur, weil wir halt die Klügeren sind, sondern weil wir was tun, weil wir fleißig sind, weil wir was tun für dich, weil wir dir zuhören. Und ich glaube, das wird auch langfristig der einzige Erfolg sein. Mhm. Kurzfristig kannst du auch populistisch zuspitzen beim politischen Gegner. Das ist alles eine Frage von Wahlerfolgen. Was kriegt man jetzt in der Kürze der Zeit hin? Aber ich glaube, wir kommen nicht umhin, nochmal grundsätzlich über unseren Politikstil nachzudenken. Was wollen wir eigentlich für die Leute bringen? In wessen Interesse stehen, arbeiten wir eigentlich? Und sind wir dann auch wirklich jeden Tag dann da und wirklich ansprechbar? Und das ist dann der Unterschied, das macht keine andere Partei, das machen nur wir. Wir sind anders als alle anderen Parteien, das muss halt wieder klar werden. Du kennst ja die Debatte, also früher hatten wir innerhalb der Linken war ja immer ein beliebtes Spaltungsthema, die Nahostdebatte, also es hat ja ganze WGs und Stammtische zerfetzt. Und das ist ja abgelöst ein bisschen dieses Thema, also unter innerhalb der Linken, ja von der ganzen Frage Klassismus, vieles andere mehr. Ne? Also bist du für die Arbeiterklasse oder bist du für Latte Macchiato-Trinker, ne? Um das mal also in einer besonders verblödeten Art und Weise zusammenzufassen. Und da gibt es jetzt ja nur die und die politische Entwicklung. Meine Position ist ja immer sozusagen, dass wir das eine tun müssen, ohne das andere zu lassen. Ne, und sich darüber auch bewusst zu werden, dass wir ein ganz unterschiedliches Spektrum haben von Leuten, die studieren. Wir haben ganz viele junge Leute, die in die Linke eintreten. Und zwar gar nicht ja wegen unbedingt einem spezifischen Thema, sondern einfach, weil die eine gute Sicht auf die Welt haben. Weil sie sagen, so wie das läuft, ist das scheiße, es führt in den Faschismus und ich habe auch keine Lust, in so einer Gesellschaft zu leben. Obwohl es mir vielleicht sogar auch ökonomisch ganz gut geht. Denn wenn du studierst, bist du auf der privilegierten Seite. Wie glaubst du, sollten wir uns da in dieser Frage aufstellen und wie sollte man dieses Thema angehen? Weil das ist ja schon eine strategische Grundsatzfrage. Ja. Für wen wollen wir da sein? Wie wollen wir Leute ansprechen und wie wollen wir möglichst versuchen, auch wenn man nicht bestimmte Kämpfe verbinden kann, das geht aus soziologischen, kulturellen Gründen vielleicht ja gar nicht, aber wie kann man sie so organisieren, dass man sie vielleicht parallel führt und irgendeine Klammer noch hat? Was ist denn dazu deine Einschätzung? Weil das bewegt, glaube ich, auch eben nicht nur Parteimitglieder der Linken, sondern auch ganz viele Linke, die das Ganze hier so beobachten, wohin die Reise geht. Ja. Also ich meine, die Debatte führen wir eh auch schon seit Jahren. Seit Jahren, und sie hat seit genau. Jahren alle zermürbt. Und ich kann es auch, also ich kann auch diesen Podien, war schon auf, ich glaube, tausenden es Podien. Es ist auch fast alles gesagt. Es ist eigentlich alles gesagt. Die Frage ist immer noch nicht geklärt. Und ich glaube auch, man kann es nur in der politischen Praxis klären sowieso. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und dann zu sagen, ey, es ist doch vollkommen klar, wenn die Leute beim Amazon-Warenlager streiken. Das sind hauptsächlich migrantische junge Männer. Ja.
So, genau, ist doch klar, richtig, dass dann ihre Identität als auch migrantische junge Männer was zählt und auch was eine Bedeutung hat. Genau. Oder Putzfrauen, die auch Migrationshintergrund haben, ist was anderes als die Studentinnen oder Studenten, die bei Wir fahren zusammen was machen. Alles cool. Das ist doch vollkommen klar, dass das eine Realität ist. Trotzdem kann man von einem gemeinsamen Klassenstandpunkt ausgehen und dem würde ich auch immer wieder stark machen. In der Hinsicht bin ich da wirklich so ein bisschen Hardlinerin. Dogmatisch nennt man das. Ja, genau. Naja, aber schon zu sagen, es muss diese gemeinsame Klammer geben, weil sonst ist einfach alles nebeneinander. Jeder macht so sein eigenes Ding. Und die Linke steht bei jedem an der Seite. Ja. Wir stehen nicht nur an eurer Seite, sondern wir sind die verbindende Klammer. Die Partei muss auch die verbindende Klammer sein, dem Ganzen so ein bisschen Kohärenz geben. Ich glaube, das kann man erwarten von einer Partei. Sie ist nicht exakt das Gleiche wie jede einzelne Protestbewegung. Das ist auch okay so. Das richtig, ist auch in Ordnung okay so. Dafür haben wir ein Programm, weil wir über alle Themen sprechen. Es gibt einzelne Bewegungen, die haben einzelne Interessen, alles gut. Wir führen das zusammen. Aber es ist auch vollkommen klar, dass ich auf der einen Kundgebung anders spreche, als wenn ich in einem Hörsaal sitze. Genau. Und ich glaube, das kann man auch von uns verlangen, dass man sagt, wir handhaben halt andere unterschiedliche Milieus. Man kann übrigens auch einfach gucken, wer kann wen eigentlich auch ansprechen, wer kann wo glaubwürdig auftreten. Genau, und wenn du im Anglerverein bist, das kann ich vielleicht nicht so gut machen, dann mache ich mich eher lächerlich. Nee, weil ich glaube, davon hast du oft keine Ahnung. Aber ich schon. Ich spiele mit den Leuten Skat, das ist auch in Ordnung. Und andere führen halt andere Debatten und sind woanders. Das ist aber vollkommen in Ordnung. Also, dass wir auch arbeitsteilig davor gehen und sagen, okay, die Klasse ist unterschiedlich und verschieden, vollkommen klar. Wir sind es auch, aber wir spielen ja, wir sind ja ein Team, wir sind eine Partei und eben nicht irgendwie, jeder muss alles können. Das wäre absolut verrückt, davon auszugehen. Insofern bin ich, was das angeht, total entspannt und denke einfach mal, lassen wir diese Debatte auf der theoretischen Ebene, sondern lass es uns jetzt einfach mal machen. Ja. Und wirklich mal überlegen, und das ist wirklich eine Art und Weise, wie du mit den Leuten mal sprichst und wie du auf die Leute zugehst, dass du sie ernst nimmst in ihrem Problem oder in dem, wie sie sich artikulieren, wie sie sprechen. Ja. Und dann eben nicht zu versuchen, unsere schon Draufsicht auf die Leute draufzugeben und zu sagen, aber das ist eigentlich euer Problem. Das ist halt, glaube ich, Quatsch. Und aber das ist ja so ein Herangehen, Bruno Kreisky hat das mal schön gesagt, man muss als Linker die Leute schon mögen. Ja, genau. So, revolutionäre das Freundlichkeit, ist, genau, ich das das finde ich, find ich sehr gut. Geh einfach mal hin. Also ich will jetzt nochmal, ihr seht jetzt Jannis nicht, das ist der, der das hier ganz so organisiert und nachdem ich so viele spannende Fragen gestellt habe, stelle ich jetzt eine mittelspannende zum Abschluss, nämlich, weil mir das aufgetragen wurde. Wir sind am Beginn des Jahres, was würdest du dir wünschen, was mit der Linken, wie wir das hier hinkriegen, erstmal bis zum Sommer? Also ich glaube, wir müssen uns jetzt erstmal wieder zusammenraufen, tatsächlich. Ja. Und diese große Chance, dass jetzt ganz viele dazu neu kommen, nutzen, und zwar wirklich nutzen, aber nicht in dem Sinne zu sagen, lief jetzt alles scheiße, wir machen jetzt alles anders, sondern wirklich nochmal zu überlegen und sich mal kurz zu besinnen, was hat uns eigentlich mal jemals erfolgreich gemacht? Was ist eigentlich das, was die Menschen berührt? Worüber reden wir, dass wir aufhören, uns mit uns selbst zu beschäftigen, sondern zu sagen, das große Potenzial, das jetzt da ist. Also wirklich ganz, ganz viel Frust über die Regierung, eigentlich ein Geschenk für die Linke, das zu nutzen, die ganzen Neuen, die kommen, aus den richtigen Impulsen kommen, einzubinden und zu sagen, hey, aber wir haben auch viele kluge Alte bei uns, die schon ganz, ganz viel erlebt haben, ganz viel Erfahrung haben. Jetzt lass uns mal gemeinsam was machen. Also ich bin da einfach sehr fürs Machen in den nächsten Monaten, wirklich nach draußen gehen, nicht nach drinnen gehen, ganz viel nach draußen gehen. Das würde ich mir erstmal wünschen, dass wir wieder klarkommen und uns so wirklich ein bisschen zusammenreißen. Ja. Worum geht es eigentlich? Was ist eigentlich unsere Aufgabe? Wir haben da auch eine gewisse Verantwortung, finde ich. Eine historische Verantwortung, aber auch eine politische Verantwortung, dass wir es jetzt wieder geschissen kriegen in den nächsten Monaten. Wie sich das dann in Wahlergebnissen ausdrückt, finde ich, ist nicht unwichtig, aber ist sozusagen die nachgelagerte Frage. Wir können erst wieder dann erfolgreich sein, wenn wir selber wieder einen Umgang miteinander finden und sagen können, okay, wenn wir wieder solidarisch miteinander umgehen, dann können wir auch andere davon überzeugen, dass wir eine andere Gesellschaft wollen. Ja. Vorher wird es, glaube ich, nicht gehen. Das hast du, finde ich, optimal zum Abschluss gesagt. Also, liebe Leute, das war der erste Podcast des Jahres. Er war wie immer bemerkenswert klug, bemerkenswert kluge Gäste gehabt, heute mit Ines Schwertner. Und der nächste kommt dann demnächst. Mit wem, wissen wir heute noch nicht.